Ja, hallo liebe Leute, wir sind heute mal ausgezogen. Nee, ausgezogen sind wir nicht, aber wir sind ausgewandert sind wir losgefahren, um uns ein Haus hier anzugucken mit insgesamt 11 Hektar Grundstück, alles ziemlich runtergekommen. Ja, das ist einfach schon immer unser Hobby, rumfahren, Häuser angucken. Ungefähr 1,5 Stunden von uns entfernt. Und das soll kosten, momentan ist es bei 120.000 Euro umgerechnet. Das Wetter ist jetzt nicht so doll, aber ich glaube, es wird besser. Wir gucken mal nach. Wie schon in einem unserer vorigen Videos erwähnt, es ist wirklich eins unserer Hobbys, uns ab und zu mal Immobilien anzugucken. Das tun wir schon seit 20 Jahren sehr gerne. Und seitdem wir in Schweden wohnen, haben wir uns auch sicherlich ungefähr 15 bis 20 Immobilien angesehen. Ja, hier wie gesagt eine Immobilie mit ungefähr 11 Hektar Land. Da ist eine Wiese dabei, die hat ca. 3 Hektar und der Rest ist eben das Grundstück, wo das Haus und die Scheunen draufstehen. Und ja, ein Teil Wald, der geht dann auf der anderen Straßenseite weiter. Erstreckt sich um das Nachbargrundstück. Die Bausubstanz ist ziemlich marode. Die Scheune kann man eigentlich nur noch abreißen. Somit ist der Kaufpreis von 120.000 Euro umgerechnet durchaus akzeptierbar. Allerdings sollte man das Ganze wohl eher als ein Neubaugrundstück ansehen, weil bei dem Grundstück und bei dem Haus lohnt es sich wohl eher, alles abzureißen und da neu zu bauen. Für uns käme das jetzt nicht unbedingt in Frage, da hier doch Nachbarn auch zu sehen sind. Und ja, für Leute mit Kindern ist das sicherlich nicht verkehrt, weil hier in der Nachbarschaft doch recht viele Häuser sind. Also für alle, die sich überlegen, in Schweden eine Immobilie zu kaufen und eventuell auch nach Schweden auszuwandern, würde dieser Hof durchaus in Frage kommen. Ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass man den Hof auch komplett wieder sanieren kann. Die Scheune wohl eher nicht, aber das Wohnhaus. Auch da kann man ein Nachbarhaus sehen. Es sind doch recht viele Nachbarn hier in der Umgebung. Also mindestens 15 bewohnte Häuser. Also so viel haben wir in Blanka nicht mal. Obwohl da doppelt so viele Häuser sind, nur die sind alle nicht bewohnt, viele Ferienhäuser. Ja, wir hatten sogar versucht, mit dem Makler einen Termin zu machen, allerdings konnte der heute nicht. Das Haus ist auch überhaupt nicht mehr in einem guten Zustand und sehr schmal. Ja, das hat gerade mal knapp 5 Meter Breite, dafür ist es ziemlich lang. Ja, da vorne ist ein kleiner Feldweg. Und da sieht man auch die Nachbargebäude. Das ist also keine reine Alleinlage. Aber das Dach wird sicherlich dicht sein. Trotzdem sieht man, dass es nicht mehr gerade ist, das Dach. Auch da muss eine Menge gemacht werden. Oh ja, das ist richtig zusammengesackt. Gut, das kann auch eine Zeit halten. Aber da müsste auch einiges gemacht werden. Ja, das ganze Haus ist ungefähr, ich würde sagen, mindestens 12 Meter lang. Ah.
alles überflutet, ein sehr nasses Grundstück. Guck mal, alles nass hier, ne? Und was ist das für ein Gerät? Ja, also hier kommt man mal mit mähen. Ja, so stimmt. Guck mal, da ist ja eine Trommel drin. Aber für, auf jeden Fall für hinters Pferd spannen. Aber was genau? Ja, aufs Reingehen verzichten wir jetzt mal, ne? Weil das ist mir zu einsturzgefährdet. Ja. Ah, Schiedwetter. Wir ziehen wieder ab. Ja, schwer zu beurteilen. Ich denke, auch hier könnte man sich ein schönes Pässchen draus bauen. Aus dem Ganzen hier. Mit enorm viel Arbeitseinsatz. So viel steht fest. Weil es doch alles in einem ziemlich desolaten Zustand ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal.